Hallo, wir hatten ja das letzte Mal hier schon das Fußballspiel hier, sage ich, gemacht, also dieses Ping-Pong-Fußballspiel. Und wir wollen jetzt mal ab einer bestimmten Toreanzahl einfach sagen, das Spiel ist vorbei. Und es ist eigentlich eine relativ einfache Angelegenheit. Wir müssen natürlich erst einmal eine Bedingung stellen. Das heißt, wir gehen mal hier in den Reiter rein, wo wir hier, sag ich mal, die Schuhbewegung und so drin haben. Je nachdem, ob ihr das mitgemacht habt, wenn ihr ein anderes Programm habt, dann müsst ihr eben schauen, wo dementsprechend eure Routine ist. Und hier sagen wir zum Beispiel mal, if Tore ist gleich, ich sag mal, 2 zum Ausprobieren. Dann soll eben etwas passieren, das heißt, das Spiel bleibt in dem Sinne stehen, das heißt, Bewegung X, also des Balls, ist gleich 0 und die Bewegung Y soll natürlich auch 0 sein. Und dann würde ich noch sagen, dass wir die Ballposition noch festsetzen, das heißt, die Ballposition X ist gleich, ich sage mal 2 zum Beispiel. Das machen wir ganz einfach deswegen, dass der Ball von der linken Seite wegkommt, sonst würde er ja ständig weiterzählen, weil wir ja gesagt haben, wenn der Ball kleiner x 0 ist, dann ist ein Tor erzielt und das wollen wir natürlich verhindern. Deswegen müssen wir dann noch minimal mit dem Ball nach rechts rutschen. Die Tore hatten wir ja das letzte Mal, glaube ich, definiert hier oben. Tore 0, also das ist einfach unser Counter. Und hier unten werden dann einfach die Tore gezählt. Hier, also Tore hier in der Schrift drinne. Und hier if bei Position x kleiner 0, Tore ist gleich Tore plus 1. Hier ist dann also der Counter und hier unten können wir dann einfach nochmal hinschreiben für die Game Over Anzeige. If Tore ist gleich 2 zum Beispiel. Und jetzt können wir einfach diesen Text hier nochmal nehmen und jetzt können wir damit im Prinzip sagen, jetzt ist es im Prinzip vorbei. Jetzt macht ihr einfach, jetzt blendet ihr den Endstand nochmal ein oder blendet Game Over ein, Spiel vorbei oder was weiß ich, Halbzeit oder irgendwas. Da könnt ihr dann, wie gesagt, diesen Textcode hier nochmal nehmen und mehr ist es eigentlich nicht. Hier dann die Position nochmal dementsprechend ändern, dass es vielleicht ein bisschen mittig ist. X und Y und jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Ich lasse jetzt die 2 Tore mal rein. Und schon haben wir hier den Torestand angezeigt, 0 zu 2 zum Beispiel. Ihr könnt dann natürlich auch hier bei der Anzeige hinschreiben. Game over zum Beispiel, Spiel ist vorbei oder irgend sowas. So ähnlich. Könnt ihr natürlich auch noch verschieben oder mit Hintergrund machen, hatten wir ja alles schon behandelt. Also wirklich eine relativ einfache Angelegenheit. Den Code dazu findet ihr dann wieder in der Beschreibung unten drin. Und ja, das war's diesmal schon. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen.